da immer Mina Träumer Start ein. Tatsächlich haben wir das im Studium gelesen, aber ich habe es sehr gerne gelesen und auch mehrmals gelesen. Das ist ein Buch, das beschreibt so die Arbeitersituation in Stockholm im 19. Jahrhundert. Und ich fand es einfach spannend, wie das Leben dieser Leute dargestellt ist, aber auch so das Leben insgesamt in Stockholm. Und Stockholm ist halt eine meiner Lieblingsstädte und deswegen alles, was so mit Stockholm zu tun hat, ja, finde ich dann per se schon mal toll.